Ganz kurzes Vorwort zu dem Video. Schaut es euch bitte unbedingt bis zum Ende an. Es ist ein Real Talk. Ich rede über meine Daily Videos und wie es weitergeht. War im Urlaub geschnitten. Ich habe bei Paul, was für mich auch so ein bisschen Urlaub war, geschnitten und sowas. Das war alles kein Problem. Ich bin mit Paul irgendwann im Bus gefahren. Ich habe mein MacBook mitgenommen und habe im Bus mein MacBook rausgeholt, Final Cut aufgemacht und irgendwas editiert. Weil ich halt einfach diese Motivation hatte. Am Anfang waren halt wirklich echt viele nette Kommentare, zumindest für meinen Kanal, für meine Kanalverhältnisse. Kam alle paar Tage mal ein neuer Abonnent dazu, war ich richtig hyped. So, das ist halt inzwischen leider abgeflacht, finde ich unheimlich schade. Aber ich kann es leider nicht so viel dran ändern. Ich habe auch euch ja diese Challenge gesetzt, sag ich jetzt mal, mit dem, wenn wir bis zum Ende vom Jahr die 500 ausknacken, was halt echt hochgegriffen ist für meinen Kanal, aber das ist halt auch, soll eine Challenge sein. Und ich möchte halt auch irgendwie mal weiterkommen, sag ich jetzt mal, weil ich habe seit 2 Jahren oder so das Gefühl, dass ich nur auf einer Stelle bin. Und ich meine, ich bin niemand, der so krass viel auf Zahlen guckt, und ich bin niemand, der sich auf seine Abonnentenzahl dann runterholt oder sowas, aber trotzdem habe ich halt einfach auch so, wenn ich sehe, ich mache neue Abonnenten, ich mache halt Fortschritte, und wenn es langsam ist, dann freue ich mich halt trotzdem, dann denke ich mir halt auch so, dann denke ich mir schon eher, ja okay, wenn ich jetzt mich hinsetze und dann 5 Stunden Video editiere, anstatt dass ich jetzt 5 Stunden mit irgendwelchen Freunden zocken könnte, dass ich mir dann denke, ja okay, das ist es dann trotzdem wert. Das ist halt so das, was ich bei dem Ganzen vermisse, so ein Stück weit. Das ist auch der Grund, warum ich so hochgegriffen habe als Challenge. Und letzten Endes, ich habe gesagt, wenn ihr das schafft, schneide ich den USA-Vlog. Weil ich habe, ja, für die, die es wissen, ich habe die Angewohnheit, Vlogs anzukündigen und dann nie die Zeit zu finden, sie zu schneiden. Könnte ich tatsächlich irgendwann mal in meinem Lebenslauf als Hobby eintragen, also Vlogs ankündigen, die nie kommen. Ja, aber ich will den halt wirklich richtig sick machen und, aber halt wie gesagt, wenn ihr die Abos schafft, das ist die Voraussetzung. Aber ich glaube, das ist jetzt tatsächlich auch nichts Unmögliches, wenn ihr den Stuff einfach irgendwie mal auf euren Social Medias oder auf euren, irgendwie mit Freunden oder sowas teilt, wenn das halt irgendwie Stuff ist, der, von dem ihr wisst ja, der feiert das. Der feiert diesen Stuff, der feiert diese Art von Content, dann sollte das, glaube ich, machbar sein. So, aber um nochmal auf die Daily-Videos zurückzukommen, weil ich schwör's so ein bisschen ab. Ich kann euch nicht sagen, wie lange ich die Daily-Videos noch machen werde. Vielleicht werde ich morgen aufhören, vielleicht werde ich nächste Woche aufhören. Aber es wird definitiv zeitnah sein. Ich weiß nicht genau, ob ich einen neuen, ob ich dann wieder irgendeinen anderen Upload-Plan mache. Also keine Ahnung, alle 2, alle 3 Tage, was weiß ich. Was für mich halt immer das Problem ist, ist, dass ich oft, wenn ich irgendwie keine Zeit oder keine Motivation finde, und ganz kurze Sache, beim Faktor Motivation seid ihr die, die das am meisten beeinflussen können und die das am besten beeinflussen können, wollte ich nochmal ganz kurz angemerkt haben. Mein Problem ist halt, wenn ich einen Upload-Plan mache, wo ich dann verspreche, okay, an dem Tag kommt ein Video und an dem Tag kommt ein Video, und ich dann halt kein Video habe und keine Zeit habe, ein Video zu machen, habe ich halt oft so dieses, dass ich das erzwinge, dass ich mich hinsetze und eigentlich nicht allzu viel Lust habe, irgendwas zu machen, aber dann halt trotzdem mache, weil ich es versprochen habe. Und das ist für mich halt einfach so ein Punkt, da kommen dann meistens Sachen raus, bei denen ich nicht zufrieden bin im Endeffekt. Das ist auch einer der Gründe, warum ich halt mit den Daily-Videos aufhören möchte. Weil es halt einfach extrem geworden ist mit den Videos, die ich halt nur um der Daily-Videos willen und nicht um des Content willen mache. Das ist ja auch der Grund, warum ich mit den Daily-Videos aufhören will. Also ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen nachvollziehen, was ich sage. Teilt den Stuff, wenn er euch gefallen hat. Schaut auf meinem Instagram, Twitter, Twitch vorbei. Folgt mir da überall. Abonniert mich auf YouTube und folgt mir auf dem Twitch und macht da auch auf jeden Fall die Glocken an, wo man Glocken anmachen kann, um keinen Stuff von mir zu verpassen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr bis hier geschaut habt, mein Respekt, weil ich weiß nicht, ob ich mir einen 10-minütigen Monolog anhören würde. Schreibt mal, I don't know, Sneeze in die Kommentare, wenn ihr bis hier geschaut habt. Und schreibt mir mal bitte unbedingt in die Kommentare, was ihr euch auf meinem Kanal wünscht und was ihr halt gerne sehen würdet. Und keine Ahnung, sei es mit wem ich aufnehmen soll, was für ein Game, Spielmodus, irgendeine Challenge, die ich machen kann, könnt ihr mir auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Also im Grunde genommen alles, wo ihr mir irgendwie mit helft.
wäre ich super dankbar für. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.